Könnt ihr euch vorstellen, dass Ruby schon zum Kleinkind wird? Habe ich mich nicht gerade erst mit meiner Mutter zerstritten und bin von zu Hause abgehauen? Und nun steht uns schon wieder ein neues Abenteuer bevor. Heute bekommen wir ein neues Zuhause. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 9. Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Unsere Livia ist wieder schwanger. Und zwar von ihrer verstorbenen Freundin Sora, die ein Werwolf war. Im letzten Part hat sie Soras Familie davon auch erzählt und die haben sich zum Glück dazu entschieden, ihr zu helfen. Das bedeutet, in diesem Part werden Rylan und seine Eltern Livia und Ruby abholen und an einen neuen Ort bringen. Wo ihr neues Zuhause ist, sollten einige von euch schon wissen. Dabei handelt es sich nämlich um jenes Haus, das bei der letzten Shell Challenge gewonnen hat. Falls du übrigens auch gern mal etwas für dieses Let's Play bauen möchtest, es gibt derzeit wieder eine Shell Challenge. Alle Details blende ich dir jetzt hier rechts oben ein. Und jetzt starten wir gleich in den Part hinein. Eigentlich wollte ich den Part an dieser Stelle noch gar nicht beginnen, aber seht mal, wer uns gerade besuchen gekommen ist. Wir haben Donnerstag, kurz nach Mitternacht, und Sora kam gerade aus ihrer Urne hervor. Livia wird deshalb jetzt gleich mal aufstehen und wird ihr ihre melancholischen Gedanken mitteilen. Sie wird ihr einfach sagen, wie sehr sie sie vermisst und dass sie sich so sehr wünscht, sie hätte es geschafft, sie zu retten. Außerdem ist Livia ja sehr, sehr traurig über die Schwangerschaft und Sora weiß natürlich auch noch gar nicht, dass sie ein Kind von ihr bekommt. Deshalb müssen wir ihr das natürlich auch gleich mal mitteilen. Livia wird ihr jetzt gleich mal die ungewollte Schwangerschaft verkünden und dann wird sie über die Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft des Babys mit ihr diskutieren. Wie wir sehen, Sora ist auch absolut schockiert, aber vermutlich eher deshalb, weil sie eben nicht mehr lebt und sie ihr Kind niemals kennenlernen wird. Wobei, viele von euch wünschen sich ja, dass wir am Ende der Challenge Sora wiederbeleben. Also wer weiß, vielleicht lernt sie ihr Kind ja doch kennen. Sora, warum haust du jetzt ab? Sora möchte in der Toilette leben. Livia wird ihr jetzt natürlich ein wenig Zeit für sich selbst geben. Immerhin muss Sora auch um den Verlust ihres eigenen Lebens trauern. Aber dann werden wir nochmal versuchen, mit ihr zu sprechen, während sie ein Bad mit Rosenblüten nimmt. Natürlich, Sora, alles, was du brauchst. Sie wird jetzt einfach mal versuchen, den Tag zu verschönern und einfach sich bedanken, dass sie überhaupt vorbeigekommen ist. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Sims aus dem Jenseits wieder auftauchen und ist schon ein sehr, sehr großer Liebesbeweis. Und dann wird Livia ihr ein düsteres Kompliment machen. Mehr können wir leider nicht, da sie noch immer sehr, sehr traurig ist, weil sie nicht bereit für die Schwangerschaft ist. Die beiden unterhalten sich hier draußen jetzt noch ein bisschen. Sie reden über die gemeinsame Vergangenheit, über die Zukunft. Livia bittet sie natürlich auch um Rat, denn sie ist, wie wir alle wissen, ziemlich verzweifelt und weiß absolut nicht, was sie mit diesem Kind machen soll. Aber danach wird sie sich von Sora auch wieder verabschieden und wird sich ins Bett legen. Immerhin hat sie morgen einen anstrengenden Tag vor sich und muss sich dringend ausruhen. Einerseits muss sie sich natürlich wie immer um ihre Tochter kümmern und andererseits werden die beiden dann von Soras Familie abgeholt und zu ihrem neuen Zuhause gebracht. Ich wollte gerade sagen, es war für Livia wie immer eine sehr kurze Nacht, aber tatsächlich ist Sora noch immer da und kümmert sich jetzt um die stinkende Ruby. Sie hat ihr gerade die Windeln gewechselt. Oh, das ist so süß. Von mir aus könnte Sora auch so als Geist bei uns bleiben. Ich weiß zwar nicht, wie lange das funktioniert und wann die Sims dann eben als Geister sich verabschieden. Falls jemand von euch da mehr drüber Bescheid weiß, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber eine Sache ist ja im letzten Part auch noch passiert. Und zwar hat Livia von der Magierwelt erfahren, also von Glimmerbrook. Und deshalb hätte ich gesagt, wir statten dieser Welt heute gleich mal einen Besuch ab und schauen, was Livia und Ruby so über diese Welt herausfinden können. Und hier sehen wir nun das berüchtigte Glimmerbrook. Hier hat Livia eben herausgefunden, dass es angeblich ziemlich magisch zugeht, denn es soll hier ein Portal in eine magische Welt geben. Wie wir hier sehen, wir haben hier ein kleines Café, dann haben wir hier eine Bar und noch drei Wohngrundstücke, wo schon jede Menge
auffällige Personenleben. Aber natürlich wird Livia jetzt keinen von denen einen unangekündigten Besuch abstatten. Sie wird jetzt erstmal ins Café gehen, dort sollte es auch etwas zu essen geben. Und dann schauen wir mal, ob wir mehr über diese geheimnisvolle, magische Welt in Erfahrung bringen können. Und hier sind wir. Livia ist noch immer unheimlich angespannt und sie möchte ihre Tochter jetzt auch hier mal wieder auf den Boden legen. Wir tun einfach wieder so, als würde es hier eine Kinderbetreuung geben. Das mit den Säuglingen funktioniert noch nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Und Livia ist jetzt einfach mal ins Café gegangen und wird sich etwas zu essen bestellen. Und zwar bestellt sie einmal Cannoli zum Hieressen. Wen haben wir denn hier? Marcel, Saskia und Henry McCormack. Bei dem wird sie sich jetzt einmal respektvoll vorstellen. Ich finde, er sieht am ehesten so aus, als könnte er ein Magier sein. Und das werden wir jetzt gleich mal in Erfahrung bringen. Livia wird ihn jetzt einfach mal nach seinem Tag fragen. Sie kann natürlich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich glaube, er würde einer Fremden nicht sofort anvertrauen, dass er ein Magier ist, wenn er zumindest ein Magier ist. Livia und Henry haben sich in der Zwischenzeit jetzt hier nach draußen gesetzt, denn Livia hat im Café einige Fragen gestellt, die Henry ein wenig zu weit gingen und deshalb hat er dann gesagt, Livia, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu viel, können wir uns vielleicht draußen weiter über das Thema unterhalten? Ich weiß nicht, wie gut es kommt, wenn andere magische Wesen mitbekommen, dass ich dir etwas über unsere Welt erzähle. Dieser Sim ist ein Meisterwerk. Livia ist anscheinend unheimlich begeistert von ihm. Sie haben sich jetzt auch schon angefreundet. Also es wirkt wirklich so, als wären die beiden komplett begeistert voneinander. Und sie sind sich einfach super sympathisch. Deshalb erzählt er ihr jetzt auch gerade ein wenig zu viel. Und Livia weiß mal wieder vermutlich mehr, als ihr gut tut. Aber ja, Livia kann sehr gerne idealistische Sims mögen. Und nachdem Livia nun bemerkt hat, dass Henry tatsächlich etwas über die Magierwelt weiß, lässt sie natürlich nicht locker. Sie tischt ihm alle möglichen Geschichten auf und fragt ihn immer weiter aus, bis sie ihn irgendwann geknackt hat. Wir alle wissen ja bereits, Livia hat ein großes Talent dafür, immer die Dinge zu erfahren, die sie wissen will. Deshalb erzählt er ihr von einem geheimen Portal, das sie finden kann, wenn sie den Fluss entlang geht. Aber wenn sie das Portal gefunden hat, darf sie natürlich niemandem verraten, dass er ihr davon erzählt hat. Und Livia ist jetzt hier nach draußen gegangen, denn er hat gesagt, sie muss ja einfach nur den Fluss entlang gehen. Deshalb werden wir jetzt einfach mal ein bisschen herumspazieren und schauen, ob wir irgendetwas Auffälliges finden. Sie geht jetzt dann einfach hier den Weg weiter. Hier sieht das Wasser dann schon irgendwie ein wenig magisch aus. Aber ganz sicher ist sie sich natürlich nicht. Vielleicht hat Henry ihr ja auch nur Blödsinn erzählt. Wer weiß, ob er überhaupt ein wirklich wahrhafter Magier war. Und hier entdeckt sie einen nächsten Hinweis. Da wachsen ganz seltsame Pilze. Livia kennt sich ja eigentlich mit Pflanzen aus, aber diese Pilze sind für sie etwas ganz Neues. Und hier sind dann auch immer mehr dieser merkwürdigen Pilze und anderer bunter Gewächse. Und hier geht der Weg dann auch zu Ende. Und dann hebt Livia den Blick und kann ihren Augen kaum trauen. Tatsächlich gibt es hier ein magisches Portal. Und wenn wir darauf klicken, können wir ins Reich der Magie reisen. Und Livia wäre nicht Livia, wenn sie das nicht sofort gleich testen würde. Wir alle wissen, wie sie tickt. Sie hat keine Angst vor Konsequenzen und macht einfach alles, worauf sie gerade Lust hat. Und hier sind die beiden nun angekommen in der fabelhaften Welt der Magie. Livia kann ihren Augen kaum trauen. Ich meine, seht euch dieses absolut großartige Gebäude an. Natürlich habe ich das aus der Galerie platziert. Das, was vorher von EA da war, war nicht mal halb so cool. Livia wird jetzt gleich mal reingehen und dann werden wir mal schauen, ob wir da irgendwelche spannenden Leute treffen können. Wir haben hier schon mal jede Menge Bücherregale, da sind sicher unheimlich mystische Bücher zu finden. Hier haben wir riesige Kristalle. Im oberen Stockwerk gibt es noch einmal mehr Bücher. Dann gibt es noch einen Keller mit einem Hexenkessel. Livia wird auch gleich mal den Keller inspizieren. Und dann ist sie sich zumindest sicher, das hier muss magisch sein. Immerhin alleine, wenn man sich umschaut, die Hexen und Zauberer leben nicht auf der Erde.
Sie fliegen einfach mitten im Himmel. Rose McCormack, das ist anscheinend die Tochter von Henry. Bei der könnten wir uns auch gleich mal lustig vorstellen. Vermutlich hat Henry Livia von seiner Tochter erzählt und einfach gesagt, dass sie rote Haare hat und auch eine Hexe ist. Und Livia erwähnt jetzt natürlich nicht sofort, dass sie ihren Vater kennt, sondern spricht einfach so mit ihr, weil sie sich denkt, eine Hexenfreundin kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Sie wird sie einfach mal versuchen kennenzulernen und einfach ein wenig schmeicheln. Livia ist zwar nicht der einfachste Sim, aber sie hat mittlerweile schon gelernt, wie man sich Freunde macht. Und wie man sich verhalten muss, dass man von anderen Sims gemocht wird. Wie wir sehen, die beiden haben auch sofort eine ziemlich gute Beziehung. Also Livia hat in ihrem Leben wirklich schon einiges dazugelernt. Aber mit einem überraschten Blick auf die Uhr stellt Livia fest, dass wir schon nach 18 Uhr haben. Und das bedeutet, sie müssen sich auf den Weg zurück nach Hause machen. Denn immerhin kommt Rylan heute mit seinen Eltern und holt die beiden ab. Und sie haben ja keine genaue Uhrzeit ausgemacht. Er hat nur gesagt, sie kommen am Abend vorbei. Und was das genau bedeutet, das weiß sie natürlich nicht. Eine wichtige Sache passiert aber noch, bevor Rylan und seine Familie vorbeikommen. Und zwar hat heute unsere kleine Ruby Geburtstag. Natürlich haben wir hier in der Grotte leider keinen Geburtstagskuchen und sie bekommt auch keine Geburtstagsparty und außer Livia ist auch niemand da. Also ganz so spektakulär ist dieser erste Geburtstag leider nicht, aber zumindest haben sie einander. Alles Gute zum Geburtstag, Ruby! Unsere Ruby war ein vorsichtiger Säugling und genau aus diesem Grund denke ich, dass sie ein anhängliches Kleinkind werden wird. Diese schüchternen Kleinkinder gehen Sims außerhalb des Haushalts aus dem Weg und werden traurig, wenn sie zurückgelassen werden. Wenn sie unterrichtet werden, erhalten sie zusätzliche Fähigkeit. Sie erholen sich schneller von schlechter Laune, wenn sie getröstet werden. Ich denke, das passt sehr gut zu Ruby, weil sie wirklich sehr an Livia hängt und eben immer nur Livia hatte. Gleichzeitig musste sie Livia aber natürlich auch einige Male allein lassen, wenn sie zum Beispiel Essen besorgen musste oder schauen musste, dass sie irgendwo Geld auftreibt. Und deshalb hat Ruby auch ein wenig Angst vorm Alleinsein. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich dann im Kindes- und Teenageralter entwickelt, weil irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das sich noch ins Gegenteil umwandelt. Aber lasst mir da eure Ideen natürlich sehr gern in den Kommentaren da. Und so sieht unsere kleine, süße Ruby aus. Sonderlich viel sieht man von ihrem Gesicht noch nicht. Ich werde ihr jetzt gleich mal blitzschnell ein Umstyling geben. So sieht unsere Ruby vor dem Umstyling aus und gleich werdet ihr sehen, wie sie danach aussieht. Und hier haben wir nun unsere Ruby. Sie ist so unfassbar niedlich. Das ist ihre Abendkleidung, ihre Nachtwäsche, Partykleidung, Badekleidung, heißes Wetter-Outfit und kaltes Wetter-Outfit. Vermutlich denkt ihr euch jetzt, warum hat sie als Sommer-Outfit ein langes T-Shirt an und eine lange Hose? Was ist mit diesem Kind los? Naja, das ist ganz einfach. Wir haben jetzt die Gewissheit, unsere Ruby ist ein Vampir. Dann wird Livia ihre Tochter noch einmal umarmen und ihr erzählen, dass sie sich bald wieder auf eine große Reise machen werden. Denn bald, liebe Ruby, haben wir ein wirkliches Zuhause. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös. Es könnte so viel schief gehen. Was, wenn Marvin und Mirko die Wölfe beschatten? Ich habe Angst. Gemeinsam mit Soras Familie sind wir stundenlang übers Land gefahren. Sie haben mir viel erzählt. Über die Gefahren von Vampiren, über die Fähigkeit, dass Wölfinnen auch Kinder zeugen können und wie man kleine Welpen richtig erzieht. Doch um ehrlich zu sein, hatte ich zu viel Angst, um zuzuhören. Nur eines blieb mir im Gedächtnis. Sie haben mir befohlen, ein neues Leben anzufangen, eine neue Identität anzunehmen und niemandem von meiner Vergangenheit zu erzählen. Nur so seien wir sicher, Ruby, ich und ihr Enkelkind. Dafür nahmen sie es sogar in Kauf, es niemals kennenzulernen.